Willkommen auf meinem Kanal, Freunde, Fatih10R. Danke fürs Einschalten. Bevor das ganze Video jetzt losgeht, erstmal vielen lieben Dank an Ösi. Wir haben ein neues Format überlegt. Community-Fahrzeuge bewerten, darauf reagieren. Erstmal vielen lieben Dank an euch da draußen, Freunde. Ich habe viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Wenn du willst, dass wir auf dein Fahrzeug auch reagieren, hier unten mein Instagram. Kannst mir gerne eine DM-Nachricht zuschicken. Das waren viele Nachrichten auf Instagram auf jeden Fall. Wir werden in diesem Video zwischen 9 bis 11 Fahrzeuge reagieren. Genau weiß ich jetzt nicht. Ich möchte das Video nicht komplett zersprengen mit der Zeit. Ich denke mal, 10 bis 11 Fahrzeuge werden wir auf jeden Fall zu sehen bekommen. Ich würde sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Fahrzeug an, Freunde. Das erste Fahrzeug, Insta-Name Violett328i. Grüße gehen raus. Wir haben hier einen E36. 328 würde ich sagen. In der wunderschönen Farbe Avusblau. Das Fahrzeug steht auf Styling 24. 7,5 und 8,5. Auf 17 Zoll natürlich, Freunde. Die hinteren Fenster sind getönt. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. An dem E36 würde ich gar nicht so viel ändern. Vielleicht könnte man den noch so lassen. Jetzt kommt meine Meinung dazu. Frontgrill würde ich ändern auf Chrom. Und zu 100% würde ich ihn M3 Außenspiegel verpassen. Weil E36, M3 Außenspiegel, ihr kennt meine Meinung. Mehr muss ich gar nicht drauf eingehen. Trotzdem sehr schönes Auto. Machen wir direkt weiter. Kommen wir nun zum zweiten Fahrzeug, Freunde. Michael.m04. Grüße gehen raus. Wir haben hier einen BMW E90, Freunde. Limousine. Auf jeden Fall andere Felgen haben wir hier verbaut. Sehr schöne Farbe Schwarz, ne? Mit der Farbe Schwarz macht man eigentlich alles richtig. Was ich sagen kann direkt ist, E90 könnt ihr wirklich sehr schön tunen. Meine persönliche Meinung zum Kfz ist schön, klassisch, ganz normal. Ich würde auf jeden Fall die M3 Stoßstange verbauen, tiefer legen, 19 Zoll Felgen, eventuell Tiefbettfelgen auf jeden Fall oder doch vielleicht die Competition Felgen. Könnte man jetzt darüber streiten, aber meine persönliche Meinung wäre schon die Competition Felgen. Grill würde ich auf jeden Fall schwarz machen, aber hinten am Heck würde ich keine Doppelrohr-Ausfahrlage drauf tun. Heißt dezent schön links zwei Endrohre, das war's. Schein würde ich auf jeden Fall tönen. Und das war's eigentlich auch. Kommen wir nun zum dritten Fahrzeug, Freunde. Und zwar Estoril-R36. Grüße gehen raus. Das Fahrzeug sieht wirklich brachial, mega Porno aus. Kann ich dazu sagen. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Luftfahrwerk haben wir hier verbaut. M-Paket ist ein Facelift-Modell. BB-Chromfell. Die Rückleuchten sind Smoke. Es sind Smoke-Rückleuchten. Wir haben ihn Class 2 verbaut. Türgriffe sind in der Wagenfarbe lackiert. Was haben wir hier noch? Von der Innenausstattung her, schwarze Dachgemälde sehe ich hier gerade. Lederausstattung in der Farbe braun oder zimtbraun. Sieht wirklich sehr schön aus beim Estoril-Fahrzeug. Das Fahrzeug gefällt mir persönlich sehr, sehr schön. Würde ich gerne mal live sehen. Weiß Bescheid. Von der Front kenne ich das Fahrzeug auch. Er müsste auch die schwarzen Nieren verbaut haben. Sieht irgendwie top aus. Ich persönlich würde an dem Kfz eigentlich nicht viel ändern. Bis auf die M3-Spiegel halt, ne? Würde ich auf jeden Fall drauf tun. Und eventuell Eisenmann-Abgasanlage. Vielleicht hat er die ja schon mal. Auf jeden Fall Respekt. Kommen wir nun zum vierten Fahrzeug, Freunde. Jasons-E36. Wir haben hier zwei Bilder zugeschickt bekommen. Erstmal vielen lieben Dank. Grüße gehen raus. Mit dem ersten Bild fangen wir direkt an. Was mir direkt auffällt sind, wir haben hier keine Nebelscheinwerfer. Wir haben hier die Nebelscheinwerferkappen. Sieht schön aus. Schwarzen Grill. Linsenscheinwerfer. Ich würde schon sagen von der Marke ZKW. Wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, schreib es in die Kommentare. BMW-Emblem sieht auch aus wie das schwarze. Das Fahrzeug von der Front her sieht wirklich aggressiv aus. M3 Außenspiegel haben wir. Was haben wir hier noch? Lederausstattung. Schiebedach haben wir hier auch. Styling 66 haben wir verbaut. E39 Felgen, Freunde. Ist ein Facelift-Modell. Von der Farbe her würde ich sagen, Mauritius Blau. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, Freunde. Ihr könnt es ja in die Kommentare mal schreiben. Was ich an dem Kfz ändern würde, ich würde die Styling 66 austauschen gegen andere Felgen. Eventuell AC Schnitzer Typ 1, BBs RCs oder doch Styling 24, was meint ihr? Aber das Fahrzeug sieht wirklich sehr schön aus, gefällt mir auf jeden Fall. Machen wir direkt weiter. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Kfz, bevor es weitergeht. Einmal kurz gönnen. Emre, der HG50. So, hier haben wir einen F30, hat der sehr schön hinbekommen, das Fahrzeug. Tief, mit schönen schwarzen Akzenten. Gefällt mir. Meine persönliche Meinung zum Kfz. Es sieht wirklich sehr schön aus. Ich hätte eventuell 20 Zoll Felgen drauf geklatscht. Was meint ihr? Wir haben hier eine Limousine, ne? Hier haben wir auch ein Foto vom Heck des Kfz. Also ich würde nur die Felgen gleich eventuell ändern. 20 Zoll da drauf packen. Ansonsten würde ich
gar nichts mehr ändern. Wir haben hier eine Spoilerlippe verbaut. Seitenschwelle haben wir Schwarz-Silber-Akzente. Diffuser ist schwarz. Was haben wir noch an der Front? Hier, die Frontlippe in schwarz. Grill in schwarz. Ansonsten wirklich Top-Fahrzeug. Weiter geht es mit Ali Dos Santos 07. Grüße gehen raus. Hier haben wir einen E36. Was haben wir hier? Ich würde sagen, ist der jetzt lackiert oder foliert? Schreibt mal in die Kommentare. Grüße gehen raus an 57. Wir haben hier die Oldschool-Fan RHZW3 Fan, Freunde. Wirklich sehr, sehr schön. Falls ihr welche habt für 400 Euro und ihr wollt die verkaufen, dann schreibt mir auf Instagram, würde ich direkt abkaufen. Sieht schön aus. Ich muss kurz meinen Kopf knicken. M-Speller würde ich den draufpacken. Von der Front habe ich jetzt kein Bild. Wir haben hier einen Dachspoiler am O. Marlboro Gold haben wir, glaube ich, an der Parliament. Diffuser schwarz. Hier haben wir den DTM-Look-Auspuff. Ansonsten würde ich sagen, drei Außenspiegel haben wir. Von der Innenausstattung her kann ich jetzt schlecht dazu eingehen. Kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Aber die Felgen mit der Kombination gelb jetzt passt auf jeden Fall. Sieht schön aus. Das Fahrzeug würde ich mal auch gerne mal live sehen. Machen wir direkt weiter mit Barış.Özcan 37. Grüße gehen raus. Wir haben hier einen BMW E36. Freunde, mir ist jetzt etwas aufgefallen. In diesem Video haben wir nur BMW-Modelle gesehen. Falls ihr andere Fahrzeuge habt, wie Mercedes, Audi, VW, Chevrolet, Amerikaner, schickt uns alle Bilder rüber. Wir werden auf alle Bilder drauf eingehen, darauf reagieren. So, machen wir es weiter. Hier haben wir ein E36 Coupé in der Farbe Arus Blau. Ist ein Facelift-Modell. Kann ich direkt schon sagen, weil die vielen AG-Modelle von BMW Arus Blau haben ab Werk. Die sind am meisten zu 99% immer Facelift-Modelle. Nur der 3 Liter gab es schon als Vor-Facelift. Deswegen eine kleine Information wieder für euch. So, was haben wir an dem wunderschönen Kfz? Eine Pommes-Theke haben wir hier verbaut. Ein sehr schöner Class 2. Die Scheiben, würde ich schon sagen, sind leicht verdunkelt. Schiebedach haben wir. M3-Sitze haben wir hier. In der Farbe Braun oder Zimtbraun muss das sein. Leider keine M3-Außenspiegel. Felgen RC90. Sieht schön aus, stimmig. Von der Front her kann ich direkt sagen, wir haben hier ein M-Paket auf jeden Fall. Die Lippe ist schwarz glänzend. Die Leisten sind auch in der Farbe schwarz lackiert. Was haben wir hier noch? Die Nieren sind in schwarz. Sieht schön aus. Also ich würde an dem Kfz nur die Außenspiegel ändern. Ihr kennt mich. M3 Außenspiegel würde ich dran verbauen. Ansonsten würde ich, glaube ich, an dem Kfz nichts verändern. Sieht schön aus. Top. Machen wir es direkt weiter. Und zwar weit unten Strich E46. Grüße gehen raus. Hier haben wir natürlich eine BMW E46 in der wunderschönen Farbe Weiß. E46 in der Farbe Weiß, wirklich sehr, sehr schön. Feiere ich auf jeden Fall. M3 Stoßstange haben wir hier verbaut. Die Nieren schwarz-matt. Ich würde sagen, machen wir erstmal die Front. An der Front würde ich die ganz normale M-Paket 2 Stoßstange verbauen. Die Nieren würde ich chrom lassen. Außenspiegel würde ich auch so lassen, eventuell. Am Heck des Kfz sehe ich direkt, wir haben hier Smoke-Guckleuchten. Ich würde die vielleicht die Original nehmen. Aber so sieht es jetzt nicht schlecht aus. Von den Felgen her haben wir, glaube ich, 18 Zoll Felgen. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Falls ich mal einen E46 besitze oder besitzen werde, würde ich auf jeden Fall 19 Zoll M3 Felgen draufklatschen. Hochglas verdichtet. Die sehen so geil aus. Und der E46 in der Farbe Weiß auch selten. Deswegen, ich würde auf jeden Fall E46 M3 Felgen draufklatschen. Ansonsten, vom Innen haben wir jetzt keine Bilder. Ich würde sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Kfz. Weiter geht es mit Meldin-Yasarevic. Grüße gehen raus. Wir haben hier einen E38, einen 7er BMW. Sieht schön aus. Ich würde direkt die Rückleuchten ändern. Dunkle Rückleuchten auf jeden Fall. Auf jeden Fall 20, 21 Zoll Fell. Komplett in schwarz. Was haben wir hier noch? Die Scheiben würde ich auf jeden Fall verdunkeln. Ansonsten haben wir noch andere Bilder von ihm. Genau von der Front. Auf vielleicht ein bisschen dezenter tiefer legen. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, nichts machen am Kfz. Ich würde schon auch sagen, entweder hat er eine frische Lackierung bekommen oder er wurde komplett neu aufbereitet. Weil E38 sieht man auch wirklich sehr selten auf der Straße. E38, so ein schön 728 im Daily oder direkt ein 740 oder 750 Long-Version. Wird auch geil sein. Aber ansonsten würde ich an dem Kfz nichts machen. Leicht tiefer lehnen, 20 Zoll, komplett alles in schwarz. Mehr nicht, ein Traum. Haben wir noch was vom E38 bekommen, Freunde. Und zwar, es ist ein 728, Baujahr 1998, 200.000 gelaufen. Hier steht ein Großprojekt. Komplett Innenraum in schwarz, bla 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 bla, Leder mit Massagesitze, Dachrinnen in Alcantara bezogen und es bekommt noch einen Sternehimmel. Das werde ich euch mal kurz einblenden. Komplette Subwooferanlage und er bekommt noch ein Airlift, Luftfahrwerk, oh okay.
Und die hat ja schon reingeschrieben, er sucht 21 Zoll Fan. Falls ihr welche habt, meldet euch bei Melding, weil 21 Zoll Fan auf dem E38, Freunde, unnormal geil. Machen wir direkt weiter. Kommen wir nun zum letzten Kfz, Freunde. Und zwar vom Kolai-687. Grüße gehen raus. Wir haben hier einen Golf 4. Der steht auf 16 oder 17 Zoll Fan. Der ist tiefer gelegt worden. Was für eine Maschine hat, weiß ich nicht. Aber was ich dazu sagen kann, Golf 4, Freunde, könnt ihr unnormal viel tunen. Ihr könnt da wirklich so vieles rausnehmen. Ist unnormal. Wenn das doch ein 1,8er T wäre, richtig schön. Direkt auf 400 PS hochzüchten. In der Farbe Blau haben wir hier. Also ich würde an dem Kfz vielleicht ein R32 Bodykit drauf tun. Ansonsten gar nichts. Oder ich würde das Fahrzeug so lassen. 1,8er T, 400 PS, rumballern, Freunde. Ich würde sagen, kommen wir nun zum Ende des Videos. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Wenn ja, Freunde, gebt jetzt einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, Fatih CNR und wir sehen uns zum nächsten Mal.